Wir kommen zu der Rubrik «Medizin von morgen». Da geht es um Fortschritt in der Forschung. Stellen Sie sich vor, Sie kriegen ein Kind und wenn das 4 Monate alt ist, kriegt es einen Tumor am Kopf. Ein grausamer Schock für die ganze Familie. Dank dem Fortschritt in der Medizin ist es jetzt aber möglich, mit einer Hightech-Operation den Tumor zu entfernen. Da kommt die berührende Geschichte vom kleinen Levian. Der 3,5-jährige Levian liebt es, auf den Spielplatz zu gehen. Zusammen mit seiner älteren Schwester Rina, Mami Christina und Papi Ziad. Als Levian 4 Monate alt ist, kommt für die Eltern ein Riesenschock. Diagnose Hirn- und Knochentumor. Also es hat eigentlich alles auf den Kopf gestellt, der ganze Alltag. Es war kein Stein mehr auf dem anderen, könnte man sagen. Und erst der Schock natürlich und dann aber auch wirklich das Organisieren ist dann gerade gekommen. Was, wer schaut auf wer, die Schwester, die noch oben war, da er noch ein Baby war und so klein und ich noch am Stillen. Und ja, man hat eigentlich im ersten Moment nur noch funktioniert. Anfang März 2019 wird der neuroendokrine Tumor bemerkt. Eine Schwellung am Kopf wird sichtbar. Ende März wird Levian zum ersten Mal operiert. Am Universitätsspital Basel kümmert sich ein interdisziplinäres Team um Levian. Dr. Yehuda Solemann, Professor Raphael Gutzmann und Dr. Florian Thieringer auf dem Weg ins 3D-Print-Lab, wo die Operationsplanung sprichwörtlich greifbar wird. Was bringt 3D-Druck? Für mich übt 3D-Druck eine besondere Faszination aus, weil ich auf Basis von radiologischen Daten die Anatomie des Patienten, meines Patienten, den ich später im Operationssaal operieren werde, in den Händen halten kann. Das bietet uns bisher ungeahnte Möglichkeiten in der Planung, eine enorme Präzision, eine Vorhersagegenauigkeit und ermöglicht uns, unsere Patienten individuell, spezifisch, sicher und nachhaltig zu versorgen. Das Unispital Basel arbeitet eng zusammen mit dem Unikinderspital bei der Basel. Das Expertenteam mit Kinderneurochirurgen, Kinderneuroradiologen, Gesichts- und Kieferchirurgen bespricht die beste Lösung für Levian. Also der Levian hat einen sehr, sehr seltenen Tumor, der vom Knochen aus gewachsen ist, richtig auf der einen Seite richtig die Hirnhaut und Hirnstrukturen und auf der anderen Seite zu Muskeln und zu der Hautstrukturen. Der Tumor hat auch Teile des Schädelknochens zerstört. In einer zweiten Operation haben wir nicht nur die laterale Schädelwand und die Wand vom Augendach wie auch die Schädelbasis ein Teil müssen entfernen, wie auch zum Teil die Muskeln müssen entfernen und dort natürlich einen Defekt hatten. Und nach dieser radikalen Operation haben wir dann auch eine Rekonstruktion gemacht, wo man auch effektiv zur Rekonstruktion von der Schädeldecke, Rekonstruktion von der Augenhöhle, Rekonstruktion von der Gesichtsstrukturen haben können machen. Levian übersteht die Operation gut. Doch der Tumor hat auch die Hirnhaut angegriffen. Durch ein Loch läuft Hirnflüssigkeit aus. Es bildet sich ein Hydrocephalus, ein Wasserkopf. Zur Druckentlastung und Ableitung des Hirnwassers bekommt Levian einen Port und mehrere Shunts mit verstellbarem Ventil. Die Hirnhaut an der Schädelbasis muss repariert und nochmals ein Teil der Schädelwand ersetzt werden. Erneut bereitet das hochspezialisierte Team die Operation und das Implantat präzise vor. Hausintern wird mittels 3D-Druck eine Pressform hergestellt und direkt im Operationssaal das spezifische Implantat mit Knochenzement angefertigt und eingesetzt. Es ist Levians insgesamt 10. und vorläufig letzte Operation. Nach Monaten im Spital darf Levian den ersten Geburtstag zu Hause feiern. Eine Wahnsinnserleichterung für die Eltern. Heute ist Levian 3,5. Nachkontrolle im Unikinderspital bei der Basel. Er bleibt bis heute ohne Tumorrückfall. Levian ist ein fröhliches Kind, das offen auf Leute zugeht. Was tust du da, Schmatzen verteilen? Zum Glück haben wir die Hände gewaschen, du.
Der Levian wird weiterhin MRI-Untersuchungen haben, im 6 Monate und nachher 1 Jahresabstand, um sicher zu sein, dass der Tumor nicht wieder kommt. Und das zweite Problem ist, dass beim Kinderschädel natürlich sehr ein starkes Wachstum stattfindet, bis zu 5-6-jährig. Und er hat jetzt ein künstliches Implantat drin. In Zukunft vielleicht biologische Implantate, wo wir in unserer Forschung daran arbeiten. Die sind gedruckt, werden aber auch vom Körper aufgenommen und wachsen dann mit dem Kind mit. Aber mit 5-6-jährig werden wir das Implantat, das er jetzt hat, auswechseln mit einem, das angepasst ist an seiner Kopfgröße. Wegen Kurzsichtigkeit auf dem rechten Auge hat Levian noch etwas Mühe mit dem Raumgefühl. Eine Brille soll das korrigieren. Und was motiviert die Ärzte in ihrem Fachbereich? Also ich habe mich für die pädiatrische Neurochirurgie entschieden, weil ich erstens mal gerne mit Kindern zusammen arbeite. Und ich finde Kinder faszinierend und spezifisch bei uns mit diesen sehr schweren Krankheitsbildern sehen wir, dass die Kinder sich sehr gut erholen und wir ihnen wirklich helfen können. Und das ist am Ende des Tages, was mir eine riesen Freude macht bei diesem Job. Ich bin von Natur aus neugierig, bin ich schon immer gewesen. Und meine Motivation ist sicher, Therapien vom Morgen zu entwickeln. Ich wollte dort mitgestalten und die bestmöglichen Therapien zu entwickeln, wo Kinder werden zu profitieren in der Zukunft. In 2-3 Jahren steht nochmals ein Eingriff an, um Levians Schädelimplantat ein letztes Mal zu ersetzen. Bis dann kann Levian sich hoffentlich unbekümmert mit seiner älteren Schwester Rena auf dem Spielplatz austoben, auch ohne einen Helm zu tragen. Ich wünsche mir, dass ich ihn einfach ohne Angst trage und mit ihm spiele und dass die letzte Operation gut geht. Das wünsche ich mir auch. Also das ist unser Wunsch eigentlich als Familie. Diese Geschichte ist auch mir sehr unter die Haut gegangen. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Dankeschön fürs Zuschauen und Ade miteinander.